So, jetzt zeige ich Ihnen mal, welche Schaltung wir hier verbauen an unserem Crossover-Sondermodell. Ja, und die Schaltung, da tun eigentlich sehr wenige diesen Wert drauf legen wie wir im Haus. Ne? Schaltung ist heute obligatorisch bei den meisten E-Bikes eine Kettenschaltung. Warum? Ganz einfach, die Kettenschaltung ist die billigste Schaltung. Und das ist der Grund auch, weil offensichtlich immer noch der Preis eines der wichtigsten Kriterien ist draußen auf dem Markt. Bei uns geht es um Nachhaltigkeit, dass es lang hält, so wenig wie möglich Wartungs- und Pflegearbeiten erfordert. Aus dem Grund verwenden wir eine Nabenschaltung. Jetzt gibt es viele Nabenschaltungen, von Shimano gibt es viele. Aber es gibt nur eine Nabenschaltung, die stufenlos ist. Und die Kraft auch von diesem Motor aushält. Und zwar ist das die Enviolo, früher hieß sie Nuvinci. Nuvinci vom Da Vinci übrigens abgeleitet, der das stufenlose Planetengetriebe irgendwann einmal im Mittelalter als erstes entwickelt hat. Man hat es dann gefunden in seinem Nachttischler, den Plan. Hast du das gewusst? Nee. Doch. Also gut. Diese Schaltung, es gibt noch eine andere, das ist die Roloff, das ist eine andere Preisdimension, sowas gibt es dann bei unseren individuellen E-Bikes von Tauberrad. Diese Schaltung hier daneben ist aber bei uns die meistgekaufteste. Darum haben wir uns auch für diese entschieden. Eine Nabenschaltung ist gekapselt, die läuft in einem Ölbad, ist dauergeschmiert. Und von der Bedienung geht die einfach über einen Drehgriff. So, also wir verkaufen Enviolo E-Bikes schon bereits, also von Anfang an, wir waren die ersten, die überhaupt welche verkauft haben. Das muss jetzt schon 6-7 Jahre her sein. Anfangs, wie immer, gibt es irgendwelche Probleme, da haben sie mal getropft ein bisschen, dann haben die Klinken wurde verstärkt, aber seit einigen Jahren ist Ruhe im Karton. Also wir verkaufen wirklich viel. Und wir haben keine Rückläufe, keine Reklamationen mehr. Und wir staunen auch selber, dass draußen im Fachhandel so wenig angeboten wird. Also man hat irgendwie noch nicht verstanden, wie gut es eigentlich ist. Kommt vielleicht auch daher, weil auch wenig CX-Motoren angeboten werden. Und weil der ja auch wieder ein bisschen mehr Geld kostet. Aber wenn ich konsequent Qualität machen möchte, dann komme ich an einem starken Motor nicht vorbei. Weil dann kann ich alles mit dem E-Bike machen und dann brauche ich ja entsprechend die Schaltung. Würden wir hier jetzt eine Kettenschaltung einbauen, dann wäre da ein relativ hoher Verschleiß an Ketten, an Zahnrädern und das wollen wir nicht. Also man möchte, dass Sie jetzt zum Beispiel daneben mit so einem E-Bike daneben so wenig wie möglich arbeiten haben und aus dem Grund die Schaltung auch in Kombination mit einem Zahnriemen. Eine Frage mal an dich, Steven. Du bist ja draußen im Verkauf, du fährst selber viel. Ne? Wer nimmt denn eigentlich so etwas Zahnriemen mit dem? Das ist ja im Grunde genommen von Anfang an nicht unbedingt das die billigste Lösung. Es ist die beste, nachhaltigste. Und was sagen unsere Kunden da dazu? Also unsere Kunden kommen sehr viele hierher und möchten die Kette ausprobieren. Und dann sage ich immer, fahren Sie mal das Probe. Und dann sind sie begeistert. Und warum sind sie begeistert, das habe ich dann mal hinterfragt, weil man einfach nach Gefühl schalten kann. Man hat dieses Klacken nicht, man hat einen schönen weichen Schaltvorgang und man fährt wirklich nach Gefühl. Sobald man das Gefühl hat, man tritt ins Leere, gehen sie einfach her und schieben den Regler ganz einen Ticken nach vorne und fahren dann einfach nach Bauchgefühl. Und das ist das Schöne. Genau. Also wir haben ja noch die Anzeichen von den Mändler, ne? Wo man auch noch sieht, da, so wird es leichter, so wird es schwerer. Man spricht ja da von intuitivem Schalten. Ne? Genau, richtig. Also nach dem Bauchgefühl. Sie spüren das ja selber. Ja. Hm. Am Anfang ist das Mändler noch wichtig, ja, um sich zu orientieren. Aber mit der Zeit gucken die da gar nicht mehr drauf. Das reicht dann. Genau. Also das ist der Unterschied zur Kettenschaltung. Kettenschaltung wird ja mit Däumele so. Der Nachteil einer Kettenschaltung ist noch der, wenn Sie anhalten an einer Ampel zum Beispiel und möchte losfahren und Sie haben noch einen schweren Gang eingelegt, weil Sie schnell hergefahren gekommen sind, dann fällt das Starten sehr schwer. Ja. Weil beim Lostreten können Sie ja, Sie können ja im Stand nicht schalten. Und beim Lostreten, wenn dann schaltet, dann kracht es da hinten in den Zahnrädern drin.
Und das, da hörst du den Verschleiß, gell? Ja, das stimmt. Und bei der Nabenschaltung kann man einfach an die Ampel schön gemütlich ranfahren. Man schaltet wieder runter und fährt dann gemütlich wieder los. Im Stand, ne? Im Stand. Im Stand. Genau. Also alles in allem, wir haben jetzt hier eine wartungsfreie Enviolo-Nabenschaltung in Kombination mit einem Zahnriemen, der auch besonders pflegeleicht ist. Sie müssen da gar nichts schmieren. Wir tun ab und zu mal so alle paar tausend Kilometer ein bisschen Teflon-Spray drauf und das war's dann. Und so ein Zahnriemen, wir haben jetzt schon welche laufen, weit über 20.000 Kilometer. Über 30 haben wir einen da. Ja. Und mein Gott, dann lässt man halt das Ding laufen, ne? Und man sieht ja auch den Zustand von dem Zahnriemen und auch nach 30.000 Kilometer gibt es keinen Grund, den jetzt frühzeitig runterzunehmen. Also Sie sehen, es ist wartungsarm, frei fast. Und da wird es sich auch nicht lohnen, das jetzt, sagen wir mal, regelmäßig alle Jahre eine Inspektion zu bringen. Das ist ja Unsinn. So, das war jetzt, denke ich, hinreichend erklärt, die Vorteile von der Enviolo Nuvinci Nabenschaltung. Stufenlos zu bedienen, wartungs- und verschleißfrei und sie kann auch mit diesem starken Motor umgehen. Genau.